Chef on Air. Und heute ist wieder eine Lady hier, Chefin on Air, Caroline Henseler, Moderatorin und seit neuestem auch Sängerin. Hi. Hallo Sandrina, ich freue mich riesig hier zu sein. Hallo Frankfurt. Ja, ich freue mich auch. Stell dich bitte einfach mal kurz selber vor. Ja, ich bin Caro. Ich komme gebürtig hier aus der Nähe. Mich hat es dann allerdings nach München zum Studieren verschlagen, vor inzwischen schon ziemlich vielen Jahren. Ich bin TV-Journalistin und Moderatorin vor allem. Bei vielen Sendern im Einsatz gewesen, ZDF, ProSieben, Sat.1, mache viel für den Burda Verlag, bin selbstständig inzwischen und jetzt auch in der Musik unterwegs. Ja, das haben wir nicht gemeinsam. Ich glaube, beim Rest sind wir uns schon mal sehr einig. Wir hatten schon ein sehr, sehr schönes Vorgespräch, wo wir ein paar Gemeinsamkeiten gefunden haben und wir werden in der nächsten Stunde genau darüber sprechen. Über dich, über deinen Beruf und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Chef on Air. Caro Henseler ist bei mir, Moderatorin und seit neuestem auch Sängerin. Schön, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank, Sandrina. Ich freue mich riesig, hier über den Dächern Frankfurts mit dieser Wahnsinns-Skyline bei euch im Studio sein zu dürfen. Okay, gerade sieht man sie nicht, weil ich alle Rollos runtergelassen habe, weil es sonst einfach ends warm wird hier mit der, Glasverglasung? Eine zu heiße Nummer hier mit uns. Es wird eine zu heiße Nummer. Erzähl ein bisschen von dir. Wie bist du in der Showbranche gelandet? In der Showbranche bin ich gelandet. Eigentlich war das gar nicht der Plan. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich Jura oder Psychologie studieren möchte und habe mir dann immer viel in den Kopf gemacht. Habe ich gedacht, nee, also Anwältin mit Leuten immer streiten, das erfüllt mich am Ende auch nicht. Und irgendwie hat mich die Showbranche aber schon immer angezogen. Die Bühnenoutfits, Musik. Ich fand alles toll, konnte mich nicht so entscheiden richtig, was ich da am tollsten finde, aber die Branche, die hat mich angezogen und dann habe ich gedacht, ach komm, Psychologie hast du da auch, wenn du Interviews führst, da musst du immer dich auf deinen Gesprächspartner einstellen, auf den jeweiligen und da kommt Psychologie zum Tragen, Medienrecht auch, also ein bisschen Jura ist auch noch dabei, dann studier doch Kommunikationswissenschaft und werd Journalistin und Moderatorin und ja, das bin ich dann auch geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen, deine Erklärung ist deutlich besser als meine. Ich war in Deutsch gut und ich mochte Musik, also bin ich beim Radio gelandet einfach. Wie ging es dann bei dir weiter, dass du ins Fernsehen gekommen bist? Also ins Fernsehen und damit eigentlich auch so ein bisschen schon der Link zu dieser Showbranche, das kam auch eigentlich wieder über einen Zufall, in Anführungsstrichen. Im Studium hat sich bei uns ein Redaktionsleiter des ZDF vorgestellt und ich bin danach der Vorlesung zu ihm hin und habe gesagt, ich würde unheimlich gerne beim ZDF ein Praktikum machen. Hat er gesagt, ja, super, alles klar, bewirb dich und dann wird das schon. Und dann habe ich im Landesstudio München, das ZDF, bei Leute heute mein allererstes Fernsehpraktikum gemacht. Und Leute heute ist natürlich Promis, Glitzer, Glamour gewesen mit Nina Ruge. Wer kennt es nicht, alles wird gut. Wobei damals war die Moderatorin schon Karin Webb. Und da habe ich meine ersten Fernseherfahrungen gemacht und auch am Ende meinen allerersten Job bekommen als Juniorredakteurin. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Fernsehbranche. Und von da aus ging es weiter zu ProSieben Sat.1. Da war ich viele Jahre, war unter anderem 3 Jahre Reporterin am Set von Germany's Next Topmodel und mit Heidi Klum unterwegs durch die ganze Welt gereist. Und da war ich sozusagen dann mittendrin in der Glitzer- und Glamour- und Showbranchenwelt. Okay, darf ich nachfragen, bei Germany's Next Topmodel, da wird hier manchmal gesagt, die haben denen irgendwie Seife unter die Füße geschmiert und das war nicht so nett, was die da gemacht haben. Stimmt nicht? Nein, das stimmt nicht. Also da muss ich jetzt mal eine Lanze für meine Kollegen brechen. Ja. Ich war für das Begleitformat Red, das Star-Magazin, mit am Set und ich kann die Hand dafür ins Feuer legen, dass keiner der Kollegen aus der Produktion den Mädels da irgendwie Seife unter die Füße geschmiert hat. Ganz im Gegenteil. Ja. Die Mädels, auf die wird sehr, sehr geachtet. Die haben immer eine Betreuerin gehabt, die konnten ihre Familien anrufen. Da wurde immer strikt darauf geachtet, dass die Zeiten eingehalten werden, die Ruhezeiten. Also, dass die genug essen. Also, da ist wirklich, da wird niemandem was unter die Füße geschmiert. Das sind Gerüchte und das stimmt wirklich nicht. Okay, aber dann warst du ja die ganze Zeit noch nicht vor der Kamera. Das hat sich dann aber geändert. Wie kam das? Genau, also ich war
teils vor der Kamera als Online-Moderatorin damals auch schon. Aber den absoluten Schritt vor die Kamera, der kam eigentlich dann mit meinem Wechsel zum Burda Verlag. Dort bin ich als Moderatorin eingestellt worden für die Online-Plattform der Marke Bunte. Mhm. Also auch da Promis, Glitzer und Showwelt. Genau und, deins. Ne? Ja, also wirklich ja, viel unterwegs gewesen. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, ich bin auch ein total seriöser Typ und ja. Wie gesagt, Jura und Co. stand ja auch auf meiner Agenda und ich liebe Nachrichten auch in Politik und deswegen hat es mir mega gefallen, dass ich beim Burda Verlag, weil die ja auch sehr viele Publikationen haben, auch die Möglichkeit hatte, Nachrichten zu moderieren für Focus Online, aber eben auch die Promis und Glitzerwelt weiterhin hatte mhm. oder den roten Teppich der Bambi-Verleihung ja. Für Online machen kann. Das mache ich auch heute noch fürs Haus, jetzt wo ich selbstständig bin. Also das bot mir eine Bandbreite im Journalismus, in der Moderation, die mir persönlich auch total wichtig ist, weil nur Glitzer und Glamour, das bin ich persönlich auch nicht. Mhm. Ich brauche auch diese andere fundierte Seite und auch die nachdenklichere Seite, aber ich liebe die Kombination aus beidem. Also man kann sagen, du bist im Journalismus eigentlich so unterwegs, wie eine Zeitung aufgebaut ist. Also von allem irgendwas mit dabei. Also du kennst dich aus. Absolut, von allem ein bisschen was. Das trifft's ganz gut. Chef on Air. Chefin on Air, heute zu Gast eine Showbiz-Lady, würde ich mal so sagen. Caro Henseler, Moderatorin und auch Sängerin. Erzähl ein bisschen von dir. Du hast viel vor, du hast aber auch teilweise hinter der Kamera gearbeitet. Was hast du so für spannende Interviews geführt? Gibt es da irgendein Highlight, irgendeine Lieblingsanekdote, die du da hast? Wow, spannende Interviews. Wirklich muss ich sagen, en masse, weil dadurch, dass ich direkt im Promi-Journalismus gestartet bin, mhm. damals beim ZDF, dann ging es bei ProSieben so weiter. Ich habe auch letztes Jahr ein Promi-Format für Sat.1 gemacht, Bunte Live. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Schauspieler, Musiker, Stars interviewt. Und da sind natürlich einige Highlights dabei gewesen, mhm. muss ich sagen. Also zum Beispiel unheimlich sympathisch, wer mich immer wieder beeindruckt, das ist Michelle Hunziker. Okay. Das ist eine Bombenfrau, die ist nicht nur traumschön, die hat auch diese traumschöne Ausstrahlung. Mhm. Die ist super smart, die spricht viele Sprachen und das ist eine, die ist auch so, wie sie vor der Kamera wirkt. Die hat ein ganz tolles, fröhliches Naturell, die mag ich unheimlich gerne. Ganz, ganz viele sympathische Menschen vor und hinter der Kamera. Highlights, lass mich mal überlegen. Andreas Gabalier, muss ich auch sagen, super, super bodenständig, sehr nahbar. Rock'n'Roller. Ja, hier, echt. Ne? Auch, ja, ich mag einfach Stars, die am Boden geblieben sind und denen mhm. du anmerkst, dass sie auch wissen, wo sie herkommen, ihre Fans zu schätzen wissen. Und da habe ich zum Beispiel erlebt, dass der super lange stehen bleibt und gefühlt bis zum letzten Fan Selfies macht und Autogramme gibt. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Hast du ein Negativbeispiel? Ein Negativbeispiel? Oder willst du nicht sagen? Du hast jemanden im Kopf, aber du willst nicht sagen. Doch, sag ich dir. Also, es waren wirklich fast alle mega nett. Mhm. Aber wer mal richtig zickig bei einem Interview war, obwohl ich total nett war, wie ich es immer bin, das war das Model Chantel Brown Young, Winnie Harlow. Ihr kennt sie vielleicht. Die mit der Pigmentstörung? Exakt, mit der Hautkrankheit Vitiligo. Mhm. Und sie hat mir aber auch im Rahmen des Interviews erzählt, dass sie in ihrer Jugend so viel gemobbt worden ist aufgrund dieser Hauterkrankung, dass sie dazu übergegangen ist, zumindest in der damaligen Zeit, andere zu mobben, weil ja. das einfach das Muster war, was sie erlernt hat mhm. und sie dadurch eigentlich Stärke gedacht hat zu symbolisieren, was natürlich gar nicht der Fall ist und ja. vielleicht ist sie in dem Moment da nochmal reingefallen. Mhm. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ja. Jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Aber eigentlich sind wirklich 99,9% sind super nett und da gibt's nur schöne Anekdoten. Eine sehr witzige Anekdote war allerdings im Rahmen der Oscar-Verleihung habe ich die erlebt. Allerdings nicht mit einem Promi, sondern ich lag am Pool und ich war das Backup für Annemarie Carpendale ja. bei der Oscar-Verleihung. Auf dem roten Teppich, okay. Genau. Wow. Und ich bereitete mich vor und dann sprach mich eine Lady am Pool am Sunset Boulevard im Hotel an und sagt auf Deutsch,
Ah, ich höre, Sie gehen zur Oscar-Verleihung. Sag ich ja? Ja, ich habe gerade gehört, Sie haben Deutsch gesprochen. Ich bin nominiert für einen Oscar und ich habe noch kein Kleid für heute Nachmittag/Abend. Und ich so, Moment mal, da spricht mich jetzt eine Deutsche an, die mir sagt, sie ist für einen Oscar nominiert heute Abend und hat noch kein Kleid. Es war schon mittags 12, 1 Uhr. Ja. So was passiert einem auch nur in Hollywood. Und dann habe ich natürlich erstmal gefragt, Sie sind für einen Oscar nominiert. Ja, ich bin Filmproduzentin aus Deutschland und wir sind hier mit einer deutsch-türkischen Produktion nominiert, war eine Rheinländerin, auch so wie ich. Und ich habe gesagt, kommen Sie mit in mein Hotelzimmer. Ich hatte zwei Outfits. Eins war das, was ich am Abend geplant hatte anzuziehen. Und dann hatte ich noch ein Kleid. Und ich gesagt, kannst du gerne anziehen? Und wir treffen uns dann danach wieder. Und dann gibt es mir, ja, super, danke. Dann nahmen die das mit. Und dann haben wir uns, also erstens guckte ich dann auf meinem Screen, stimmt das jetzt? Und ja, das war Anja Uhland, eine Filmproduzentin aus Köln. Die war mit ihrer Produktion für einen Oscar nominiert. Sie haben den Oscar leider nicht abgeräumt an diesem Abend, aber wir haben uns später getroffen, haben noch einen Cocktail zusammen getrunken und wir sind bis heute miteinander verbunden aufgrund dieser Anekdote. Ja. Und das will ich nur sagen, dieser Job bringt natürlich immer unsägliche Highlights und witzige Situationen mit sich. Sowas passiert ja auch nur in Los Angeles in so einer verrückten Showwelt. Komplett. Und ein Kollege und ich, wir sagen immer, wir sind Erinnerungsmillionäre mit diesem Job. Aber du hast das Kleid wiederbekommen. Ich habe das Kleid wiederbekommen, Und es war fleckenfrei. Es war fleckenfrei, ja. Ich habe es tatsächlich leider, ich ärgere mich bis heute, im Stress, man ist ja sehr viel im Stress in diesem Job, wirklich irgendwann versehentlich, wo muss ich es hängen gelassen haben, in einem anderen Hotelzimmer, weil ich bis heute suche und nicht mehr finde, aber von ihr habe ich es wiederbekommen. Oh, aber was eine mega schöne Erinnerung. Ja. Und das ist ja auch nicht das Einzige, was dich mit Hollywood verbindet. 2012 warst du da schon mal auf der Schauspielschule. Richtig, korrekt. Ja, ich befand mich damals, ich war beim ZDF gerade raus und wollte zu ProSiebenSat.1 und die haben gesagt, hey, wir haben Interesse an dir, aber du musst ein halbes Jahr warten. Und ich dachte, was mache ich denn in dem halben Jahr? Mhm. Jetzt machst du mal was richtig Verrücktes, was du sonst nie machen würdest. War bis dato eher so der Streber, keine Pausen, keine fancy Sachen, immer nur studiert. Okay, jetzt gehst du mal auf eine Schauspielschule. Und dann hat meine Mutter damals gesagt, ja, aber dann auf eine der besten, dann bewirb dich bei Lee Strasberg in Los Angeles. Ich so, was, okay, ja gut, spaßeshalber kann man es ja machen. Hab die Bewerbung abgeschickt, und dann gab es ein Online-Bewerbungsgespräch und dann habe ich da tatsächlich einen Platz bekommen und dann ging das ratzfatz. Ich war gefühlt 2-3 Wochen später in Hollywood. Und, was ein Leben, Baby. Wirklich, das ist ja so abgefahren. Ja, rückblickend total crazy. Ich denke auch sehr gerne an diese verrückte Zeit, vor allem, weil ich Mitschüler hatte, die heute wirklich in Filmen mitspielen mit Alec Baldwin und also meinen Szenenpartner, mit dem ich damals sehr gerne zusammengespielt habe an der Schauspielschule und der so gut war. Ich habe immer gesagt, du gewinnst eines Tages einen Oscar. Also da waren wirklich tolle Leute. Ja. Und der, der hat jetzt zum Beispiel auch in dem Rust-Film mitgespielt, wo ja leider die Kamerafrau zu Tode gekommen ist bei diesem tragischen Unglück. Ja, aber da sieht man, wo diese Leute teilweise gelandet sind und es war eine Wahnsinnszeit. Also ich bin da auch, habe da erste Casting-Erfahrungen gemacht. War super spannend, aber ich wollte eben auch zurück zum deutschen Fernsehen und bin dann auch, habe die Schule verlassen, um bei ProSiebenSat.1 damals anzufangen. Chefin on Air, Caro Hänseler bei mir, Moderatorin und jetzt auch Sängerin. Du hast uns in der letzten halben Stunde schon mega Geschichten aus deinem Leben erzählt, mega interessant, wirklich, ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Und jetzt bist du eben auch in eine kleine andere Branche gewechselt, Showbusiness ist geblieben, aber jetzt eben auch singen, das ist aber nicht ganz neu für dich. In deiner Jugend hast du auch schon in einer Cover-Rockband gesungen, also ist das auch so eine private Leidenschaft von dir oder wie hast du dann auch gedacht, das möchte ich jetzt auch beruflich machen? Du, singen war immer eine private Leidenschaft von mir. Wie du gerade gesagt hast, in meiner Jugend habe ich in einer Coverrock-Band gesungen mit meinen Schuljungs. Changing Lane hieß unsere Band. Und ich werde das nie vergessen. Wir haben bei einem Freund, der Schlagzeuger war, da wurde der ganze Keller mit Eierkartons abgeklebt. Und die arme Mutti, Andrea, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, falls du das hier hörst, sie lebt hier im Einzugsgebiet.
weil ich hierher komme. Und ja, die hat das immer so cool getragen, diesen Lärm. Und die hat uns mit offenen Armen empfangen. Das war so schön. Wir haben da jedes Wochenende geprobt und gespielt. Und das war eine total tolle Zeit. Aber damals war ich tatsächlich zu schüchtern, um damit aufzutreten. Und ich habe die Band verlassen, weil ich nicht mit den Jungs auftreten wollte. Die haben mich bekniet. Ja. Und ich habe gesagt, ach, auftreten, nee, ich will das nur hier so im Keller machen. Mhm. Und dann habe ich die Band verlassen und ja, habe natürlich immer weiter im stillen Kämmerlein gesungen. Später dann auch bei Lee Strasberg im Musical-Ensemble. Das heißt, es hat mich immer wieder begleitet, der Gesang. Und ja, die Schüchternheit habe ich dann irgendwann auch abgelegt, spätestens mit meinem Job. Und ja, aber jetzt das auf die Bühne zu bringen, das war nie geplant, irgendwie Gesang auf die Showbühne zu bringen. Das ist dadurch entstanden, dass ich mich zur Europawahl engagiere und ich vor 5 Jahren das erste Mal gedacht habe, wie kannst du deine Instagram-Reichweite für was Gutes nutzen? Mhm. Wie kannst du junge Menschen vor allem dazu motivieren, an die Europawahl ohne zu gehen? Denn ich fand es super traurig, dass in Großbritannien zu wenig junge Menschen an die Wahlurnen gegangen sind und der Brexit dadurch ermöglicht wurde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die verbindende Kraft der Musik, setz sie ein und habe die Ode an die Freude, unsere Europahymne, als Pophouse-Cover gecovert. Und das Instagrammable auf meinem Kanal dargestellt mit Musikvideo. Das war aber eine private Eigenproduktion, also nicht professionell. Mhm. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dieses Jahr war wieder Europawahl 5 Jahre später und ich wollte mich wieder engagieren. Inzwischen hatte ich aber einen Musikproduzent kennengelernt, der sehr viel für Giovanni Zarrella produziert und der die Idee auch cool fand. Er gesagt hat, schick mir mal Gesangsdemos. Und dann bin ich ganz fleißig zu meiner Gesangslehrerin gerannt, habe Demos geschickt und hat er gesagt, ja, du, ich mach das mit dir, aber meine Auflage wäre, dass du Deutsch singst. Ja. Und das habe ich dann getan und dabei ist Alle Farben rausgekommen, ein Song, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil mir geht es um die Message. Wir haben den zur Europawahl released, es geht um Vielfalt, um das friedliche Zusammenleben und Miteinander von uns allen, um das friedliche Zusammenleben der Kulturen, um Diversität und es ist einfach eine Message, die gerade in den politisch turbulenten Zeiten, die wir haben, finde ich mega wichtig ist, gegen rechts und das ist meine Herzensmessage und ich freue mich total, die musikalisch auf die Strecke bringen zu dürfen. Ja, und auf die Strecke bringen. Wir wollen jetzt natürlich mal reinhören, weil du kannst jetzt ganz, ganz viel und eine wunderschöne Message, kann man dazu sagen, aber jetzt wollen wir natürlich auch mal reinhören. Ja, manchmal zoome ich raus, die Welt wird klein. Ich sehe unseren Planeten, er ist dein und mein. Zurück im Hier und Jetzt ist alles bunt. Solange wir Liebe leben, läuft es rund. So wie die Fahnen, die da wehen, in allen Farben, die wir sehen. Und das Gefühl in unserem Herz geht on and on and on and on. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Laune-Song. Aber nicht 100% Deutsch, habe ich gehört. One Love, hier kommen die einmal vor. Hm? Ja, stimmt. Ein bisschen Denglisch ist dabei. Mhm. Das war auch mein Wunsch, weil ich wollte es einfach sehr modern und so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich international. Genau. Und ich rede halt auch so. Und ich habe den Song gemeinsam mit dem Songwriter Tony Berardi geschrieben, der auch schon für Ben Zucker und Santiano und also echt schon viel gemacht hat. Und ja, das ist dabei rausgekommen bei unserem gemeinsamen Songwriting. Und ich finde es einfach eine ganz, ganz wichtige Message und die passt natürlich obendrein nicht nur zur Europawahl, sondern passt auch zu unserer Heim-EM und jetzt zu Olympia, zu unserem super Sportsommer und ich freue mich, dass die Message bei den Leuten gut ankommt. Ich werde da oft drauf angesprochen und freue mich darüber. Moderatorin und Musikerin, soll die Kombi jetzt so bleiben? Ist das ein kleiner Ausflug? Wie ist es bei dir? Du, total spannende Frage. Weil es ja nicht geplant war,
ist es alles noch absolutes Neuland für mich. Und deshalb kann ich auch gar nicht sagen, wo die Reise schlussendlich hingeht. Aber was ich sagen kann, ich merke einfach, dass es mir unheimlich Spaß macht. Und da Gesang ja auch schon immer und Musik ein Teil meiner privaten Reise war und ich sowieso in der Showbranche arbeite, dadurch, dass ich jetzt diese Chance bekommen habe, das auf die Bühne zu bringen und es macht mir Spaß und die Message kommt gut an, warum nicht das vielleicht fortführen, weil ich finde, das beißt sich nicht, das kann man gut beides zusammen machen, also ich möchte natürlich meinen Job als Moderatorin und Journalistin behalten und weiterführen, aber ergänzend das andere dazu, kann ich mir schon vorstellen. Chef on Air. Chefin on Air, Caro Henseler ist bei mir Moderatorin und seit neuestem auch Sängerin und dazu auch eine ganz arg liebe Person. Und jetzt geht's nämlich an den privaten Teil von unserer kleinen Fragerunde. Wie ist es bei dir? Du stehst auf roten Teppichen, du stehst vor der Kamera, du stehst hinter der Kamera. Bist du eine Rampensau? Alles in allem? Jein. Beruflich? Ja, weil das bringt meinen Job mit sich und da fühle ich das auch total. Das bin ich. Aber privat bin ich gar keine Rampensau eigentlich. Fühle ich mich nicht, muss ich sagen, bin ich eher ruhig. Also ich bin privat niemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Ich freue mich, wenn da die anderen im Mittelpunkt stehen. Ja. Und ich bin keine, die auf Familienfeiern das Mikrofon ergreift. Ich liebe das eher. Vielleicht ist das auch so der Switch, um die Balance wiederherzustellen zu diesem anderen extrovertierteren oder dieser extrovertierten Rolle in meinem Job. Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht, wenn dann, unterbewusst. Aber bin ich nicht. Also Job, Rampensau, ja, und das ist auch authentisch, aber privat, nö. Fühle ich 100% mit dir. Was für ein Sternzeichen bist du? Und trifft es auf dich zu? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Ich bin vom Sternzeichen Waage und das könnte nicht krasser zutreffen. Alles, was man über die Waage sagt, stimmt. Also ich habe, man sagt ja, die Waage hat einen Hang zu schönen Dingen. Ja, den habe ich absolut. Mein Kleiderschrank quillt über. Schmuck und Accessoires sind auch mein Ding. Also das stimmt schon mal. Dann, die Waage ist ja extrem harmoniebedürftig. Auch das trifft zu. Man könnte nicht harmoniebedürftiger sein als ich. Also Streit, bleibt draußen. Kann ich gar nicht. Man kann, glaube ich, mit mir auch echt fast nicht streiten. Und man sagt aber ja auch, die Downs Zeit der Waage. Sie kann sich oft schwer entscheiden und das trifft bei mir auch zu. Also ich brauche echt lange, bis ich zu Entscheidungen komme. Wenn ich einmal was entschieden habe, dann stehe ich voll dazu, dann steht die Entscheidung. Bis ich dahin komme, dauert's. Und vom Aszendent bin ich Krebs, wenn wir schon dabei sind. Ja, ja, natürlich. Und man sagt ja, umso älter man wird, umso mehr kommt der Aszendent durch. Aha. Und auch das trifft total zu. Krebs ist ja sehr familiär, empathisch. Ja, auch das trifft total zu. Also Familie, ich bin totales Familientier. Also das ganze astrologische Paket trifft zu. Bist du auf jeden Fall am Starten. Wenn du sagst, du hast so einen riesen Kleiderschrank, ist das eine Marke von dir oder hast du irgendeine andere Riesenmarke? Also der eine nennt es Macke, der andere nennt es Leidenschaft. Eine kleine, liebevolle Art. Doch, auf jeden Fall. Das ist ein großer Teil von mir. Also meine Mutter sagt zum Beispiel, ich konnte noch nicht sprechen als Kind. Da habe ich aber schon auf die Schuhe gezeigt im Schuhladen, die ich haben wollte. Also was Mode anbetrifft, das ist eine Leidenschaft. Und auch bei Interviews, ich suche mir immer Interview-Outfits raus, passend zum Interviewpartner oder zur Interviewpartnerin, zum Location-Vibe, dass das irgendwie eine passende Energie hat. Also das ist vielleicht ein drüber, aber ich bin da einfach so. Und Macke, ich bin chaotisch ab und zu. Gestern, weil wir gerade das Thema Fashion haben, war ich auf einem sehr schönen Event eingeladen und habe den Dresscode fast übersehen und habe ein zitronengelbes Kleid angehabt mit passender Handtasche und sehe beim Checken der Adresse im Navigationssystem nochmal die Einladung und sehe Dresscode weiß und gold. Ach du meine Güte, ja. Und dann schnell noch, ich war bei meiner Family zum Besuch, den Kleiderschrank von Mutti und die Schmuckschatulle von Omi geplündert. Aber das ist typisch. Ich bin chaotisch, mir darf man auch keine Schlüssel in die Hand geben. Also ich bin, der Job ist halt oft stressig und
dann bin ich chaotisch, sonst nicht. Aber es ist einfach oft viel und dann, verbummel ich schon mal Schlüssel oder muss den Schlüsseldienst rufen, ja. Ja. Gestern warst du auf Event, heute bist du bei uns in Frankfurt. Du lebst eigentlich in München. Hast du noch Zeit für Privates oder ist es sehr, sehr stressig? Also, ich habe noch Zeit für Privates, aber das ist überschaubar. Also ich sehe meine Freunde und meine Familie nicht so oft, wie wahrscheinlich andere das tun. Aber das ist Teil meines Jobs und ich gehe so in meinem Job auf. Egal, ob das die Moderation ist oder jetzt die Musik. Das ist einfach eine Leidenschaft, was ich machen darf und was ich mir auch über Jahre hart erarbeiten musste. Und meine Freunde, die kennen mich ja und die halten mir die Treue, die echten auf jeden Fall, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen und die nehmen mich mit diesem vogelwilden Leben, meine Familie auch und die Zeit, die ich habe, die widme ich denen auch völlig und wenn ich da bin, dann ist auch mein Handy ist aus, also ich gucke nie aufs Handy, wenn man mit mir essen geht oder in Urlaub fährt, dann ist immer Digital Detox angesagt, ich bin immer 100% bei meinen Gesprächspartnern und ich habe ganz tolle Freunde und ich ziehe so viel aus den Begegnungen, die ich habe und aus dieser Quality Time. Und auch da sage ich, du, Qualität vor Quantität. Was wünschst du dir für die Zukunft oder wie stellst du dir die Zukunft vor? Wirst du für immer und ewig genau diesen Beruf machen oder sagst du irgendwann ist mal hier Ende Gelände? Auch eine schöne Frage. Umso älter ich werde, stelle ich fest, desto weniger plane ich. Weil ich einfach gelernt habe, dass das Leben immer Überraschung bringt und es am Ende doch anders kommt, als man denkt. Also mein Job macht mir so viel Spaß, dass ich da sicher noch gerne einiges mitmachen möchte und auch noch Zeit mit verbringen möchte und da noch nicht am Ende bin. Trotzdem kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der Punkt kommt, wo ich sage, jetzt möchte ich ein ruhigeres Leben führen. Jetzt möchte ich nicht mehr so viel unterwegs sein, nicht mehr ganz so viel reisen und auf Events sein, sondern ein ruhigeres Kapitel beginnen und trotzdem das, was ich über Jahre gemacht habe, aber auch beibehalten. Und da eine Kombination und eine Balance zu finden, das wird dann wahrscheinlich die Herausforderung sein. Aber auch auf die freue ich mich. Es bleibt spannend. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das an einem gewissen Punkt ganz toll hinbekommen wirst. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. War ein wirklich tolles Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Sandrina, für diese Wohlfühlgesprächsatmosphäre. Deine strahlenden Augen, die mich hier die ganze Zeit anleuchten während des Interviews, das hat so Spaß gemacht. Ist mir eine Ehre, dass ich heute hier bei euch sein durfte.